Ja, hi, es ist Donnerstag, ich bin der Aaron und wir haben das Thema der Woche Vaterschaft als Transmann. Unter Vaterschaft als Transmann verstehe ich, dass man nach seiner Transition, also wenn die VLPL schon abgeschlossen ist und alles, ja, man sich dazu entschließt, mit seiner Freundin oder Frau ein Kind zu bekommen und dann als Vater, des Kindes eingetragen wird. Ja, Vaterschaft als Transmann, da findet man leider im Internet nicht so viele Informationen zu. Also musste ich mich ja ein bisschen umhören, habe das dann halt gemacht. Und es gibt mehrere Transmänner, die Väter sind, die auch als eingetragene Väter quasi vom Gesetz her die Väter des Kindes sind. Und sozusagen gibt es da auch eigentlich gar kein Problem. Also man kann schon während der Schwangerschaft die Vaterschaft für das Kind annehmen. Und ja, wenn man mit der Frau verheiratet ist, ist es ja sowieso der Fall, dass der Mann, der mit der Frau verheiratet ist, auch automatisch als Vater des Kindes eingetragen wird. Es ist bei uns nur folgendes Problem, dass wir zwar in unserer Geburtsurkunde mit unserem männlichen Namen und so drin stehen, aber in dem Geburtsregister, was halt ja, das jeweilige Standesamt führt, ja, sind halt noch die Informationen von uns drin, dass wir halt ja, mal jemand anders waren, sage ich jetzt einfach. Und es kann eben vorkommen, dass genau das ans Licht kommt, dass eben ja, das zuständige Standesamt oder Jugendamt halt irgendwie aus reinem Zufall rauskriegt, dass ja, man selbst quasi zeugungsunfähig ist aufgrund seiner Transsexualität und man ja rein ja, theoretisch und auch praktisch gar nicht der leibliche Vater des Kindes sein kann. Leider gibt es im Moment ja anscheinend so einen Fall, wo das ja rausgekommen ist. Und darüber wird jetzt entschieden, ja, ob der besagte Vater auch wirklich als eingetragener Vater zu sehen ist und auch, auch so bleibt. Was ich absolut, sorry für das Wort, Kacke finde, weil ich denke, wenn wir uns dazu entscheiden, ein Kind mit einer Frau zu kriegen, dann ist das bei uns nicht einfach so aus der Luft gegriffen, weil es bei uns eben nicht einfach so möglich ist. Wir können nicht einfach Koitus haben und schwängern halt unsere Freundin oder unsere Frau, wie auch immer. Und ja, für uns ist es eben nicht so einfach, ein Kind in die Welt zu setzen, wie es vielleicht für Biomänner ist. Und deswegen hat das bei uns sehr viel mit vorheriger Überlegung zu tun. Es ist einfach kein Schritt, der von jetzt auf gleich für uns machbar ist. Bei vielen ist es sehr zeit- und ja, kostspielig. Andere suchen sich jahrelang irgendwie einen privaten Spender und ja, machen es dann halt quasi für sich. Andere wählen halt den offiziellen Weg und ja, kriegen da Unterstützung von der Krankenkasse, wobei die Krankenkasse auch nicht alles übernimmt. Andere gehen ins Ausland und bezahlen dafür einen Haufen Geld. Und ich finde, das alleine zeigt schon, dass also wie viel uns das überhaupt wert ist, Vater zu werden. Und da finde ich es einfach unter aller Sau, das jemanden abzuerkennen, weil er ja nicht der Vater sein könnte. So, es gibt auch Biomänner, die impotent sind, die keine Kinder zeugen können und ja, sind dann als Vater eingetragen. Den erkennt man das ja auch nicht ab, nur weil eben in unserem Geburtenregister drin steht, dass wir mal im weiblichen Geschlecht gelebt haben. Und das finde ich geht einfach gar nicht. Wenn ich bedenke, dass wirklich
jeder Pimmel ein Kind machen kann, ein Kind zeugen kann und sich dann nicht mal darum kümmert und sich einen Scheißdreck für das Kind interessiert und ja, einfach damit durchkommen und weiter gemütlich Kinder in die Welt setzen kann und wahrscheinlich das bei allen seinen Frauen macht. Ich meine, es gibt genug Männer, die das so machen. Die haben schon 4, 5 Kinder und kümmern sich einen Scheiß darum und der Staat bezahlt ja, den Unterhalt und kommt quasi dafür auf, dass der die ganze Zeit Kinder in die Welt setzt. Und das ist völlig in Ordnung und ist völlig legitim, das zu machen. So, und ne, andere Männer können das eben nicht, aber wollen das vom ganzen Herzen und dann werden einem da quasi wieder Steine in den Weg gelegt. Ich persönlich habe vor, mit meiner Freundin ein leibliches Kind, also leibliches Kind. Für mich wird es ein leibliches Kind sein, auch wenn es ja, biologisch gesehen nicht so ist. Ja, wir wollen ein Kind bekommen und ich werde das auch so machen. Ich denke, bis dahin werden wir auch verheiratet sein und dann werde ich auch einfach als Vater eingetragen und dann hoffen wir einfach, dass es gut geht und dass da eben keiner uns quasi auf die Schliche kommt und von wegen sagt, oh, nee, das ist aber Betrug und so. Weil das sehe ich nicht als Betrug. Wenn ich die Vaterschaft für ein Kind übernehme, dann mache ich das, weil ich möchte, dass es mein Kind ist, weil es mein Kind ist und weil ich auch eine Vater-Kind-Beziehung zu dem aufbauen möchte. Das mache ich nicht zum Scherz. Und deswegen finde ich, sollte man da zwischen Männern, die sowieso die Fähigkeit haben, Kinder, wie sie wollen, in die Welt zu setzen und Männern, die eben nicht die Chance haben, Kinder, wie sie wollen, in die Welt zu setzen, irgendwie unterscheiden. Und ja, wie gesagt, es ist schwierig. Es gibt auch einfach noch nicht so viele Fälle. Es gibt auch Fälle, wo es absolut kein Problem ist, wo irgendwie, ja, keiner das auch nur annähernd anzweifelt. Es ist halt wirklich nur wieder mal die deutsche Bürokratie, die da ja im Endeffekt einem einen Strich durch die Rechnung machen kann. Aber sonst ist das eigentlich etwas, was man auf jeden Fall wagen sollte und auch wagen kann. Also so werde ich es auf jeden Fall machen. Ich werde das, ja, werde es einfach wagen, werde es einfach machen. Und wenn die mir dann irgendwann doof kommen, dann gehe ich von mir aus auch vor Gericht und klage das ein. Weil ich es nämlich, ja, es ist schon hochgradig diskriminierend, also finde ich. Und ich finde, das sollten wir uns auf keinen Fall gefallen lassen. Und ja, so viel zum Thema. Es sind jetzt schon wieder 8 Minuten rum. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao.